Und ich rufe auf Einzelplan 05. Und als erstes hat sich Herr Gerald Kummer von der SPD zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich beginnen mit einem ehrlichen und mit einem großen Dank an die Beschäftigten in der hessischen Justiz, die trotz der widrigen und trotz der unzureichenden Rahmenbedingungen und ich betone nicht durch Corona verursacht, sondern durch eine ignorante Regierungspolitik einen engagierten und tollen Job machen und den Laden mit Verantwortungsbewusstsein am Laufen halten. Herzlichen Dank den Beschäftigten. Dieses Verantwortungsbewusstsein, das ich eben benannt habe, ist an der Spitze des Justizministeriums leider nicht vorhanden. Und bei diesem vorgelegten Justizhaushalt, meine sehr verehrten Damen und Herren, fällt der Beweis auch nicht schwer. Der von der Justizministerin vorgelegte Einzelplanentwurf ist das Zeugnis, und das muss gesagt werden, ihrer Antriebs- und Ideenlosigkeit. Mutige, kraftvolle Antworten auf drängende Zukunftsfragen. Fehlanzeige. Dabei sind diese Zukunftsfragen längst gegenwärtig. Digitalisierung in der Justiz, die anstehende Pensionierungswelle, meine sehr verehrten Damen und Herren, sie rollt auf das Justizministerium zu. Antworten? Fehlanzeige. Steigende Aufgaben und steigende Anforderungen? Antworten? Fehlanzeige. Personalmangel in der Justiz wird nur stümperhaft oder erst gar nicht angegangen? Ja, das sind Wahrheiten. Und ja, die Wahrheit tut manchmal auch weh, Frau Ministerin. Die Arbeitsbelastung, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitsbelastung der Justiz in allen Bereichen hat drastisch zugenommen, und sie wird es vor allen Dingen weiter tun. Fragen wir doch einmal die Expertinnen und Experten, was sagen die dazu? Was sagt etwa der Richterbund? Ja, sie warnen vor einer regelrechten Flut von zusätzlichen Verfahren, beispielsweise auch von Insolvenzverfahren. Die ersten Anklagen wegen Subventionsbetrug rund um die Corona-Hilfen laufen schon an den eh schon überlasteten Strafgerichten. Es kommen zusätzliche Aufgaben im Justizvollzug, wichtige Aufgaben, zahlreiche Aufgaben, da haben wir uns vor kurzem auch mit befasst hier im Plenum, etwa im Bereich der Resozialisierung oder im Bereich der Eingliederung. Wir haben diskutiert über die Justizvollzugsgesetze auf uns zu. Und Ihre Antwort, Frau Ministerin Kühne-Hermann? 50 ist die Antwort. 50, Kolleginnen und Kollegen, tatsächlich 50 zusätzliche Stellen im gesamten Haus des Justizministeriums und auch die wahrscheinlich noch finanziert vom Bund über den Pakt für den Rechtsstaat. Setzen wir diese 50 zusätzlichen Stellen, diese sage und schreibe, das ist ironisch gemeint, ja, 50 zusätzlichen Stellen einmal in Relation zur Gesamtstellenzahl im 2021er Haushalt von 15.300, dann werden Sie feststellen, dass es sich dabei um 0,3% mehr Stellen handelt. 0,3% mehr Stellen. Wie der Ministerpräsident gestern an dieser Stelle in seiner Haushaltsrede bei diesen 0,3% mehr Stellen von einer Priorität sprechen konnte, die die Justiz in dieser Landesregierung hat, ist und bleibt rätselhaft und erschließt sich nicht. 50 zusätzliche Stellen, Frau Ministerin Kühne-Hermann, das kann eigentlich nicht wahr sein und auch nicht Ihr Ernst. Und ich glaube, es ist aber ein Beleg dafür, über den geringen Einfluss, den die Justizministerin im Kabinett hat. 340 Stellen im Bereich des Inneren. Kolleginnen und Kollegen, was nützt es, wenn unsere Polizei Täterinnen und Täter habhaft wird, wenn sie ihnen habhaft wird, und die innerhalb von kürzester Zeit anschließend wieder auf freiem Fuß sind, weil die Justiz seit Jahren unter Personalmangel leidet.
50 neue Stellen, und dies trotz gestiegener Kriminalität, insbesondere auch in den Bereichen Internet, im Bereich Hass, Hetze, Gewaltandrohung und Rechtsextremismus. Kolleginnen und Kollegen, Rechtsextremismus bekämpft man nicht, indem man erklärt, Rechtsextremismus bekämpfen zu wollen. Es müssen entschiedene Taten folgen, um den Rechtsextremismus wirklich bekämpfen zu können. Aber diese entschiedenen Taten, die folgen leider nicht bei Ihnen, Frau Ministerin, was der Haushaltsentwurf unschwer beweist. Man muss sich doch fragen, hier im Hessischen Landtag, warum konnte sich ausgerechnet in unserem Bundesland ein Zentrum des Rechtsextremismus etablieren? Wie lange ist die CDU in Hessen an der Regierung? Was haben Sie, also die Frage an die Landesregierung oder in dem Fall natürlich an die Justizministerin, in diesen 20 Jahren, in diesen mehr als 21 Jahren, dafür getan oder dagegen getan, dass sich dieser Rechtsextremismus ausgerechnet auch in unserem oder ausgerechnet in unserem Bundesland etablieren konnte? Ich weiß, was Sie tun. Ich weiß aber auch, was Sie nicht tun. Was tun Sie? Sie errichten Leuchttürme. Leuchttürme werden in diesem Lande im Bereich der Justiz gerne errichtet, beispielsweise das Zentrum für Internetkriminalität. Ja, die Beschäftigten dort machen einen guten Job. Das ist zu betonen. Die könnten noch einen viel besseren Job machen, wenn sie noch besser ausgestattet werden. Aber die machen mit den Mitteln, die sie haben, einen guten Job. Aber Kolleginnen und Kollegen, bei all diesen Leuchttürmen vergisst die Ministerin eins, nämlich die, die den Karren ziehen und die, die die eigentliche Kernarbeit leisten, Tag für Tag. Was nützen einem Leuchttürme in der Wüste? Was tun Sie nicht? Ich habe eben gesagt, was Sie tun. Leuchttürme errichten. Was tun Sie nicht, Frau Ministerin? Ihr Ministerium leiten. Ja, das leiten Sie nicht. Im Frühsommer dieses Jahres erschüttert die Korruptionsaffäre um einen Ihrer Chefankläger nicht nur die hessische Justiz, sondern auch die bundesdeutsche Bevölkerung. Jahrelang wirtschaftet einer Ihrer Oberstaatsanwälte in die eigene Tasche, setzt Verfahrensbeteiligte unter Druck, und zwar massiv, und erschüttert nachhaltig das Vertrauen in unseren Rechtsstaat vor Ihren Augen. Und Ihre Antwort darauf? Ein weniger als halbherziger Kooperationswille im rechtspolitischen Ausschuss. Aufklärungswille, meine Damen und Herren, sieht anders aus. Ist das, die Frage muss ich stellen an die Ministerin, ist das Ihre Vorstellung von, ich zitiere, der Verwirklichung des Rechtsstaats und der Schaffung von Rechtssicherheit, Zitat Ende, wie es als Oberziel in Ihrem Haushalt steht? Nichts als schöne Worte. Lassen Sie mich deshalb den ehemaligen Oppositionsabgeordneten Tariq Al-Wazir zitieren, wenn er damals zu Recht gesagt hat, Zitat, Regierung muss man nicht nur wollen, man muss sie auch können. In den Ausschusssitzungen versteht sich Frau Kühne-Hörmann mehr als Moderatorin, denn als Ministerin. Herr Kummer, darf ich Sie darauf hinweisen, dass die von Ihrer Fraktion angemeldete Redezeit abgelaufen ist? Es ist auf mich zukommen, dass ich mich da noch werde erklären müssen, aber ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Vielen Dank. Ja, nochmal. Also, sie versteht sich als Moderatorin und weniger als Ministerin. In kaum einem Thema, ist es auch noch so brisant oder gewichtig, sind Sie, Frau Ministerin, persönlich sprachfähig oder auskunftsfähig. Stattdessen beehren Sie uns mit Ihrer Anwesenheit, um dann Ihren Abteilungsleitern das Wort zu erteilen. Wichtige Informationen mit Sprengkraftpotenzial werden nach Ihren Angaben der Hausleitung vorenthalten. Teilweise wissen Sie nicht mal von hochbrisanten Vorgängen im unmittelbaren Umfeld Ihrer engsten Mitarbeiter. Deshalb die Frage, wer leitet eigentlich das Justizministerium? Frau Kühne-Hörmann, das ist die Konsequenz, wenn man meint, dass man Politik im Schlafwagen betreiben kann. Wachen Sie endlich auf und übernehmen Sie das Steuer in Ihrem Ministerium. Kolleginnen und Kollegen, Grundpfeiler eines funktionierenden und glaubwürdigen Rechtsstaats ist eine starke, ist eine unabhängige und eine gut funktionierende Justiz. Das ist es, was wir wollen. Das ist es, was die SPD-Fraktion will, um damit die an uns gerichtete Frage im rechtspolitischen Ausschuss von der Ministerin, nämlich was wollen Sie eigentlich,
noch einmal klar und deutlich zu beantworten. Wir wollen diesen gut ausgestatteten, unabhängigen, gut funktionierenden Justizapparat, die Justiz in unserem Lande Hessen. Das ist das, was die SPD-Fraktion will. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Für die AfD-Fraktion erteile ich Herrn Wissenbach das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit haben ihren Preis, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nach 2 Jahren Oppositionsarbeit machen wir mit unserem Haushaltsplan Änderungsanträgen sichtbar, wie wichtig uns die Justiz und die Mitarbeiter in der Justiz sind. Mitarbeiter, die tagtäglich hervorragende Arbeit leisten und dabei besonders jetzt besondere Herausforderungen zu stemmen haben. Seit mehreren Jahren bereiten dem Richterbund Hessen vor allem die Nachwuchsgewinnung und die personelle Ausstattung der hessischen Justiz Sorgen. Auch bei der Gewinnung des Gerichtsvollzieher-Nachwuchses klemmt es. Es rollt eine große Ruhestandswelle auf die Justiz zu. Wir betrachten mit Sorge bei Gerichten und Staatsanwaltschaften im Justizvollzug und bei den Gerichtsvollziehern die demografische Entwicklung. In den nächsten Jahren scheiden in allen Sparten viele aus und gehen in den Ruhestand. Es beginnt der Ruhestandseintritt für die geburtenstarken Jahrgänge. Beim Verwaltungsgericht Frankfurt liegt der Altersdurchschnitt bei über 57 Jahren. Bei den anderen Gerichten sieht es nicht anders aus. Bis 2030 werden etwa 40% aller heute noch aktiven Staatsanwälte und Richter in Rente gehen. Um diese Stellen nachzubesetzen, fordern wir als AfD im Hessischen Landtag 300 zusätzliche Anwärterstellen für Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie eine wesentliche Erhöhung der Bezüge für die Anwärter der Gerichtsvollzieherstellen auf A9. Nur mit einer ausreichenden Anzahl von gut ausgebildeten, qualifizierten und adäquat bezahlten Mitarbeitern können die hohen Erwartungen, die an unsere hessische Justiz gestellt werden, auch in Zukunft erfolgreich erfüllt werden. Und dies muss in allen Bereichen in der Justiz und in dem Justizvollzug und des Justizvollzugs gewährleistet werden. Unsere Forderung im Haushaltsplan von zusätzlichen 300 Stellen für Richter und Staatsanwälte sowie die Umstellung und Erhöhung der Bezüge für die Gerichtsvollzieherausbildung ist dringend notwendig. Denn in der Zivilgerichtsbarkeit fehlt es an Richtern, wie die immer noch andauernde Klagewelle aus dem VW-Abgaskomplex zeigt. Die Insolvenzverfahren werden kommen, die Subventionsbetrugsverfahren werden kommen. In der Verwaltungsgerichtsbarkeit fehlt es an Richtern. Dort wird immer noch mit der Bearbeitung von Asylverfahren aus dem Jahr 2015 gekämpft. Auch in der Strafgerichtsbarkeit kommt es zu massiven Engpässen bei der Bearbeitung von Strafverfahren, sodass hier wichtige Fristen oft nur mit äußerster Anstrengung eingehalten werden können, damit keine Untersuchungshäftlinge vorzeitig wieder auf freien Fuß gesetzt werden müssen. Das derzeitige Gerichtsvollzieher-Ausbildungssystem ist unmodern und unattraktiv ausgestaltet, sodass der potenzielle Nachwuchs lieber attraktivere, modernere Berufe wählt. Mit unserer Forderung der Schaffung von 300 neuen Stellen für die Justiz und einer Erhöhung der Bezüge für die Gerichtsvollzieheranwärter wollen wir die Effektivität der hessischen Gerichte und Staatsanwaltschaften und die Attraktivität der Ausbildung zum Gerichtsvollzieher steigern. Wir wollen eine personell sowohl qualitativ als auch quantitativ gut gesetztes Gerichts- und Justizvollzugswesen, das auch mit Sachmitteln modern und gut ausgestattet ist. Zuletzt noch ein Wort zu unserem Antrag auf größere Unterstützung für Rechtsreferendare. Am 10. November 2020 debattierten Vertreter der Studierenden und der Anwaltschaft sowie Repräsentanten der Universitäten und der Prüfungsämter über Reformbedarf und Verbesserungsmöglichkeiten bei Jurastudium, Referendariat und im Prüfungswesen auf dem digitalen DAV-Forum Update für die Juristenausbildung. Der Deutsche Anwaltsverein bot dem juristischen Nachwuchs Mittel und Wege, Kritik an der Ausbildung zu formulieren und in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Forderung der jungen Juristen lautete: Bereitet uns auf die Berufswelt vor. Hessen hängt mit der digitalen Ausstattung seiner Rechtsreferendare anderen Bundesländern hinterher. Mangels Ausbildungsfortschritts wegen fehlenden Internetzugangs und mangels der Bereitstellung von Software müssen sogar Staatsexamensprüfungen verschoben werden oder fallen manchmal ganz aus. Dies einhergehend mit den Ausfällen durch die aktuelle Corona-Krise.
die Ausstattung der Rechtsreferendare mit Notebooks und der dazugehörigen Bürosoftware auf Basis des Hessen-PC 3.0 mit Hessen-Connect-Zugängen inklusive Telefonflat ist unbestreitbar notwendig. Rechtsreferendare erhalten nur so Zugang zu denselben Verfahrensakten und Verfahrensinhalten wie die Justiz und wie die Justiz selbst und können aktiv zusammen mit den Richtern und Staatsanwälten arbeiten und nur so von ihnen lernen. Fazit: In allem können wir dem Haushaltsentwurf der Landesregierung nicht zustimmen. Dankeschön. Für Bündnis 90 Die Grünen erteile ich nun Frau Förster-Heldmann das Wort. Danke für die Desinfektion. So können wir dann einigermaßen sicher tagen. Vielen Dank dafür. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die hessische Justiz verwirklicht das Rechtsstaatsprinzip und schafft Rechtssicherheit. Das ist die Prämisse, unter der der Haushalt aufgestellt worden ist. Und ja, dafür stehen wir. Und auch das Justizaufbauprogramm wird weitergeführt. Und Kolleginnen und Kollegen, die Anforderungen an Justiz während der Corona-Krise, jetzt ist es trocken, glaube ich, während der Corona-Krise sind nicht gesunken, aber danke an alle Richterinnen und Richter, an die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, dass sie ihre Aufgaben während dieser Krise und auch in nächster Zukunft immer vollumfänglich gerecht worden sind. Und da will ich auch noch einmal an das Sondervermögen erinnern, weil wir nämlich auch da ablesen können, wie wichtig dieses Sondervermögen ist, weil nämlich Reinigung, schauen Sie sich die Summe an, es ist über 1 Million, ich glaube 1,2, aber lesen können Sie selber. Und auch die Anmietung von Räumlichkeiten, um Gerichte tagen lassen zu können unter den Corona-Bedingungen. Auch dafür ist Sondervermögen wichtig und notwendig. Ja, und die Handlungsfähigkeit zu unterstützen und auszubauen ist auch weiterhin die Aufgabe dieses Haushalts. Und ja, da kann man jetzt lamentieren über 50 Stellen, aber bitte, dann gucken Sie sich auch die Stellen mal an. Und dann werden Sie nämlich sehen, dass die Stellen nicht wahllos einfach irgendwie veranschlagt werden, sondern dass sie explizit in bestimmten Bereichen eine Erweiterung erfahren. Und zu diesen 50 Stellen kommen auch noch weitergeführte, wie ist der Fachausdruck, also befristete Stellen, die weitergeführt werden. Ich glaube, an die 40 und Umstrukturierungen in den Tarifbereichen dazu. Also das sollte auch nicht vergessen werden. Und es sollte auch nicht vergessen werden, dass im Justizvollzug auch da weitergearbeitet wird. Frau Förster-Heldmann, lassen Sie eine Frage zu? Ich habe doch nur so kurz Zeit, deswegen rede ich auch so schnell. Also, Herr Kummer, das müssen Sie schon anhören. Im Grunde genommen sind wir ja alle einer Meinung. Justiz bedarf einer ganz großen Anerkennung, und genau daran werden wir gemeinsam arbeiten. Die einen kritisieren, und die anderen sagen, ja, weiter so, und wir werden weiter Unterstützung. Das ist genau unsere Haltung. Ja, und auch die Juristenausbildung wird weiter finanziell unterstützt, was mein Vorredner dazu gesagt hat. Ich glaube, das Gespräch ist ein bisschen länger her gewesen. Auf jeden Fall, es hat sich eine ganze Menge getan. Die Rechtsreferendare sind sehr wohl sehr zufrieden darüber, dass sie über die Verbeamtung und im Vergleich bundesweit haben sie dadurch natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert und auch eine andere Wertigkeit. Das sieht man im Übrigen auch in den Ergebnissen des Richterwahlausschusses, wo wir ja wirklich daran arbeiten, dass die Verrentungswelle, die ja auch schon beschrieben worden ist, aktiv bekämpft wird. Und auch das, finde ich, gehört dazu, dass es mal eine hohe Anerkennung hier an dieser Stelle ausgesprochen wird. Und natürlich auch bei der IT-Ausbildung für die Rechtsreferendare. Allein dazu sind ja auch 1,6 Millionen € im Sondervermögen enthalten. Können Sie alles nachlesen. So, die Digitalisierung haben wir ja eben schon mal angesprochen, ist auch schon angesprochen worden. Digitalisierung hatte im letzten Haushalt, wenn ich daran erinnern darf, ich glaube 5 Millionen waren es, die dafür verausgabt wurden. Nee, es war mehr. Und jetzt stehen aber noch mal neue 5 Stellen dazu. Also immer nicht wahllos Stellen irgendwo hinsetzen, sondern genau überlegen, was man macht. Ja, und diese besonderen Herausforderungen für die Justiz
sind natürlich auch in den Bereichen von Extremen. Ich will jetzt nicht sagen Extremisten, das ist mir irgendwie zu platt, aber extreme Auswirkungen unserer modernen Gesellschaft. Damit muss sich auch Justiz befassen. Aber sie tut es, und sie tut es einfach gerne. Und das, finde ich, verdient einfach hohe Anerkennung. Und es ist überhaupt nicht so, dass das alles nicht berücksichtigt werden würde, sondern wenn Sie sich die Veränderung von der Justiz in den letzten Jahren anschauen, werden Sie sehen, mit welcher aktiven Rolle Justiz diesen Anforderungen auch gerecht wird. Und das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, das sollte wirklich einmal unsere Anerkennung finden. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, weiter aktiv für diesen Bereich, der ja von unserer Gesellschaft als so selbstverständlich, als so normal anerkannt wird. Und es ist vollkommen klar, dass Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte funktionieren wie kaum jemand anders. Das ist für uns alles selbstverständlich. Wir werden weiter daran arbeiten, dass Justiz auch weiter stark ist. So, und dann will ich noch einmal ein paar Sachen sagen. Ich habe gerade eben gesagt, dass Justiz durchaus für steigende Anforderungen auch die Antworten findet. Ob das die Rechtsstaatsklassen sind, ob das das Haus des Jugendrechts ist, ob das die europäischen Staatsanwälte sind, das Zentrum, das jetzt eingesetzt werden soll. Verschiedene Dinge sind deutlicher Beweis dafür, dass Justiz praktisch an unserer Gesellschaft dran ist und sich damit auch gleichbedeutend weiterentwickelt. Frau Förster-Heldmann, ich weise Sie darauf hin, dass die von Ihrer Fraktion angemeldete Redezeit abgelaufen ist. Okay. So, und dann wollen wir auch noch einmal zum ZIT kommen, weil das so geschildert worden ist, als wäre es im Dornröschenschlaf. Das ist überhaupt nicht wahr. Gucken Sie doch einmal in den letzten Haushalt. Es nützt auch nichts, wenn man nur einen Haushalt anguckt. Sie müssen sich auch mal ein bisschen die Vergangenheit angucken, was ist da passiert. Und es ist überhaupt nicht so, dass es irgendeine Stelle ist. Das ist eine Stelle, die bundesweit angefragt wird. Und bei dem Herrn Bartle, das ist mir noch einmal ganz wichtig. Also, Herr Kummer, der Herr Bartle hat nicht der Ministerin den Beweis erbracht, dass er besonders schlau ist. Nein, er hat uns allen den Beweis erbracht, weil der war nämlich so schlau, dass er vorher im Richterblatt, wie es richtig heißt, weiß ich jetzt nicht, in einem Fachjournal angekündigt hat, und in einem Interview klar aufgezeigt hat, wie man es machen würde, wenn man an dieser Stelle betrügen würde. Also kann man es nicht sagen, dass es eins ist, sondern wir alle hatten den Zugang zu dieser Information, und das gehört auch zu der Wahrheit dazu. Und wenn man darauf abhebt, dann sollte man auch mal daran erinnern, dass die Aufarbeitung innerhalb des Ausschusses, da habe ich eine vollkommen andere Wahrnehmung als Sie. Und eins will ich noch einmal sagen, und eins will ich wirklich unter der Gürtellinie einer Ministerin vorzuwerfen, dass ihr Mitarbeiter persönlich Probleme hat. Das geht überhaupt nicht. So. Und einen habe ich noch. Ich sag's Ihnen. Sie merken gerade, Justiz begeistert mich total. So, und jetzt noch eins. Die Gerichtsvollzieher, mit denen hatten wir ja auch mal ein Gespräch, von wegen mangelnder Ausbildung und Qualität und hin und her. Wissen Sie, über was die sich bei uns beschwert haben? Es wären so viele Frauen in der Ausbildung. So, das nur dazu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf nun für die CDU-Fraktion Herrn Heinz ans Rednerpult bitten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man die Justiz in Hessen sich betrachtet, glaube ich, dann sticht eines zunächst heraus, was das abgelaufene Jahr angeht. In ganz vielen Bereichen haben wir erleben müssen, wie öffentliche Daseinsvorsorge zurückgefahren wurde oder sogar ganz geschlossen wurde. Sie erinnern sich an das Frühling, an das Frühjahr. Sie konnten zum Teil wochenlang ganz banale Dinge nicht mehr tun, wie ein Auto zuzulassen oder auf dem Bürgerbüro rechtzeitig einen Ausweis zu beantragen, mit dem Sie zugegebenermaßen auch nirgends hinreisen konnten. Aber man braucht ihn ja auch im Inland ja auch. Aber aus einem Bereich haben Sie wenige Klagen in diesem Jahr gehört von Bürgerinnen und Bürgern, und das war die hessische Justiz.
Denn die Justiz hat auch in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr, hat verlässlich gearbeitet. Sie hat mindestens genauso viel gearbeitet wie in den Vorjahren. Wir können das sehen an den Erledigungszahlen von Rechtsstreitigkeiten, sowohl im Privatrecht als auch im Strafrecht. Die Fälle dort wurden weiterhin zuverlässig abgearbeitet von engagierten Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten und den Rechtspflegern und dem weiteren Personal der Justiz. Das ist ein ganz großartiger Erfolg. Man hat weniger darüber gehört und gelesen, aber so ist es ja immer, wenn was funktioniert. Aber ich glaube, diese Aussprache zum Justizhaushalt ist eine gute Gelegenheit, darauf einmal hinzuweisen und zum anderen allen Beteiligten, die daran mitgewirkt haben, ganz herzlich von dieser Stelle zu danken. Herr Dr. Wilken ist immer bestrebt, mir auch weiterzuhelfen hier im Landtag. Vielen Dank. Das war von Ihrer Seite, zumindest bei meinen Redebeiträgen, war der erste konstruktive Zwischenruf. Das sei ausdrücklich hervorgehoben. Ja, die Justiz in Hessen, das sind vor allem die Menschen, die dort tätig sind. Die haben eine großartige Arbeit gemacht im vergangenen Jahr. Und ja, dafür gilt Ihnen unser Dank. Und ich möchte jetzt auf einen Bereich kommen, in dem wie in keinem anderen die Grundrechte der dort Einsitzenden betroffen sind durch den Staat, zwar rechtsstaatlich, aber doch im größten Maß an Einschränkungen, die man sich vorstellen kann, nämlich den Strafvollzug. Auch dort gab es im vergangenen Jahr über das Normale, was wir kennen, hinaus ganz besondere Anstrengungen. Es ist dort eine besonders belastende Situation, sowohl für die Gefangenen als auch für alle dort Tätigen. Es ist bekannt, der Staat strengt hier maximal die Grundrechte ein, die Bewegungsfreiheit. Es sind viele Menschen auf engem Raum. Dennoch gehen natürlich jeden Tag dort viele aus und ein, allein schon die Bediensteten zum Schichtwechsel. Und wir wollen uns nicht vorstellen, was es geheißen hätte, wenn dort größere Corona-Ausbrüche in diesem Jahr erfolgt werden. Aber toi, 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 bisher ist es gelungen, dort die Situation sehr, sehr gut im Griff zu behalten. Und da ist auch im Vorfeld oder dazu ist auch sehr, sehr viel geleistet worden von der Justizverwaltung. Mehr Hygiene, es gibt jetzt auch wieder mehr Stellen, es gibt mehr sächlichen Aufwand. Es ist auch mit den berechtigten menschlichen oder Schicksalen und Wünschen auch der Gefangenen angemessen umgegangen worden. Sehr kurzfristig hat man, als der direkte Kontakt durch Besuche nicht so wie gewohnt möglich war, hat man es organisiert, dass per Skype und auf anderem Wege die Gefangenen auch mehr Kontakt zur Außenwelt hatten, damit das Ziel Resozialisierung und die Kontakt zu Angehörigen weiter gewährleistet werden kann. Und ich will auch sagen, das Justizministerium hat auch in der Corona-Pandemie auch an anderer Stelle Großes geleistet. Die vielen Verordnungen, über die wir ja auch schon gesprochen haben, zum Teil auch schon gestritten haben, die sind bis auf ganz wenige Einzelfälle alle durch Gerichte bestätigt worden. Das heißt, es ist im Vorfeld sehr gut und juristisch sehr, sehr gut auch gearbeitet worden. Und daran, dass diese Verordnungen rechtmäßig und rechtsstaatlich korrekt zustande gekommen sind, trägt auch das Justizministerium, wie alle Beteiligten wissen, einen großen, sehr, sehr großen Anteil. Und wenn wir jetzt beim Justizministerium sind, dann habe ich Ihnen ja sehr aufmerksam zugehört, Herr Kollege Kummer, vorhin. Sie haben immer gesagt, die Ministerin führt das Ministerium nicht. Ich glaube, man soll hier zwei Dinge nicht durcheinander werfen. Das Ministerium wird sehr wohl von der Ministerin sehr, sehr gut geführt, aber was natürlich nicht gelenkt wird, ist die Justiz. Und ich denke an manche Sondersitzungen im vergangenen Jahr, wo es dann auch um die Rolle von Staatsanwaltschaften ging und die Frage, gibt es dort Weisungen im Einzelfall? Da plädiere ich doch dafür, das ganz klar auseinanderzuhalten. Eine Justizministerin und ein Justizministerium kann natürlich nicht in die originäre Tätigkeit der Justiz in Einzelfällen hereinwirken, an die Richter nicht und auch an die Staatsanwälte und Staatsanwälte geschieht das natürlich auch nicht. Bei den Staatsanwälten gibt es allgemeine Anweisungen, aber es gibt jede Justizministerin ist, glaube ich, klug, wenn sie nicht immer in den Einzelfall hinein Weisungen dort erteilt. Und das ist eine hessische Tradition, die über Jahrzehnte hinweg reicht. Und ich würde jedem dazu auch raten, an dieser Praxis so festzuhalten. Es ist angesprochen worden, die Situation der Rechtsreferendare in Hessen wurde sehr grundlegend verbessert, nicht nur beim Gehalt. Es gibt kaum ein Land, wo es so viel Netto gibt wie bei uns. Deswegen sind wir auch so beliebt. Die Bewerberzahlen aus ganz Deutschland nehmen ganz erheblich zu. Wir haben einen Ansturm von überall her und das wird uns kurz- und mittelfristig auch sehr zu Hilfe kommen bei der Gewinnung des Richternachwuchses. Denn was wir im Richterwahlausschuss sehen, ist, dass es auch viele Bewerbungen gibt am Ort natürlich des jeweiligen Wohnsitzes. Und wenn man gerade die guten und die besten Absolventen aus ganz Deutschland erstmal für Hessen begeistert hat, dass sie ihre Anwärterzeit hier verbringen, steigt auch die Chance,
dass sie sich dann auch gezielt für die hessische Justiz dann auch bewerben. Denn gerade mit Mitte, Ende 20, da werden ja viele Lebensentscheidungen auch getroffen. Der eine oder andere lernt einen Partner oder Partnerin dann auch hier kennen oder gewinnt Frankfurt, Wiesbaden oder auch den ländlichen Raum in Hessen lieb in der Zeit und entscheidet sich dann auch vielleicht dauerhaft hier zu bleiben. Aber nicht nur das Gehalt stimmt bei den Rechtsreferendaren, sondern auch die sachliche Ausstattung stimmt. Da investieren wir im gleichen Maße auch rein in Laptops, andere Arbeitsmittel, verbessern die Situation bei den Arbeitsgemeinschaften, sodass Hessen auch hier an die Spitze der deutschen Länder kommt. Und die Justiz leistet noch mehr. Es ist schon angesprochen worden, zutreffenderweise von Frau Förster-Heldmann. Die Justiz ist ein ganz wichtiger Pfeiler der Sicherheitsarchitektur dieses Landes und auch der Präventionsarbeit in diesem Land. Hervorzuheben ist sicherlich das Programm Hessen gegen Hetze. Hierzu ist schon einiges heute gesagt worden, nicht nur bei der Aussprache im Bereich Justiz, auch in der Aussprache im Bereich Innen. Und wir leisten auch auf anderen Feldern Großes. Die Häuser des Jugendrechts, an die haben wir uns inzwischen schon so gewöhnt, aber sie werden dennoch weiter ausgeweitet. Was einst als zarter Pilotversuch mal begonnen hat vor vielen Jahren, ist inzwischen landesweit etabliert. Und es hat sich gezeigt, es bewährt sich, wenn man kurze Wege hat zwischen allen Beteiligten, zwischen Justiz, den Anklagebehörden, der Jugendgerichtshilfe, der Sozialarbeit. Denn gerade im Jugendverfahren und bei Verfahren gegen Heranwachsenden gilt, die Reaktion des Rechtsstaats muss der Tat auf den Fuß folgen. Und auch die Betreuung und die Hilfe für die Jugendlichen und Heranwachsenden, die muss engmaschig sein und sie muss schnell erfolgen, wenn man das vorrangige Ziel in diesem Bereich erreichen will, nämlich eine Resozialisierung oder Maßnahmen zur Sicherung und Besserung, dass diese Personen und diese Jugendlichen und Heranwachsenden nicht dauerhaft eine kriminelle Karriere anschlagen. Man kann, wenn man eine Bilanz zieht vom vorangegangenen Jahr und einen Ausblick wirft auf den Haushalt und auf das Jahr 2021 und auf diesen Haushalt sagen. Die Anlagen sind in diesem Haushaltsplan dafür gelegt, dass die Justiz weiter erfolgreich arbeiten kann im kommenden Jahr, dass wir auch in einem Jahr wieder sagen können, die Justiz in Hessen funktioniert, die ist gut aufgestellt, die ist besser ausgestattet als je zuvor. Es gibt einen Stellenplus, es gibt mehr sachliche Mittel, es werden die richtigen Instrumente an die Hand gegeben. Die Justiz ist in guten Händen, ist in guten Händen bei dieser Ministerin und sie ist auch in guten Händen bei der Mehrheit in diesem Landtag. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion erteile ich nun Frau Schardt-Sauer das Wort. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist immer schön bei den Diskussionen, wie sich doch die Betrachtung unterscheidet. Alles tutti, alles opti, alles mopti. Könnte man sagen, wir gehen jetzt, die Justiz ist die nächsten 10 Jahre super ausgerichtet, alles gut, alles weiter so. Nur, werte Kollegin Förster-Heldmann, wir sehen da deutlichen Verbesserungsbedarf für den Bereich der Justiz und möchte vorab auf den Bereich Personal eingehen, weil das ein zentrales Element ist. Diese Ministerin, dieses Ministerium hat sich über Jahre darauf konzentriert, Schwerpunkte aufzupäppeln, aber in der Fläche, ich sage mal, der Werra-Meißner-Kreis, der Odenwald-Kreis, bei den Grundbüchern, da, wo Rechtsstaat lebt, bei den Bürgerinnen und Bürgern, da besteht erheblicher Handlungsbedarf. Und in Frankfurt sich zu konzentrieren, na ja, das hat sich bei dem Oberstaatsanwalt nicht so doll gelohnt, mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft, sich darauf zu konzentrieren. Hessische Justiz in der Fläche, da muss deutlich mehr passieren, als immer nur anzukündigen, werter Herr Kollege Heinz, darin ist die Ministerin auch sicher sehr gut. Den Ankündigungen, nur den Worten folgen halt leider so oft keine Taten. Und es sind viele Worthülsen. Ein solches Schlagwort ist vor allem in der hessischen Justiz, und ich wiederhole wieder, diese Justiz, die ist vom Norden, vom Süden, vom Westen bis zum Osten bis zur kleinsten Stelle in einer Geschäftsstelle, in einem Betrieb eines Amtsgerichtes. Da bleibt Digitalisierung leider immer noch ein Schlagwort. Und es ist ja schon ein bisschen putzelig, wenn Sie 5 Stellen als Beweis dafür anführen, dass es jetzt vorangeht, gefühlt in der Fläche. Obgleich hier Versäumnisse der Landesregierung der letzten Jahre gerade in der Krise offensichtlich wurden. Gerichte in Hessen sind eben nicht flächendeckend
und wiederum der Anspruch heißt flächendeckend technisch ausgestattet. Es war eben nicht, Herr Kollege Heinz, an vielen Gerichten Hessens in der Pandemie möglich, Gerichtsverfahren, obwohl es prozessual, was für uns Juristen ja viel die größere Hürde ist, weil wir da ja erst einmal den Bundesgesetzgeber brauchen, eine Ton- oder Videoübertragung durchzuführen. In der ZBO und der VEGO ist das vorgesehen, aber Sie müssen hier gar nicht so weit die Stadt verlassen hier und finden moderne Justizzentren, wo die Frage, gibt es das, mit Kopfschütteln verneint wird. Wir haben hierzu zum Schlagwort Digitalisierung einen entsprechenden Antrag eingereicht, der auch die verschiedensten Aspekte aufzeigt. Und wir sind mal gespannt, wie darüber debattiert und abgestimmt wird. Unser Ziel ist, und das ist die Säule Rechtsstaat, moderne und zukunftsfähige Justiz in Hessen. Da muss jedes Gericht mindestens einen Videokonferenzraum haben, der hinreichend ausgestattet ist. So ist in jeder Lage die Funktionsfähigkeit von Justiz gewährleistet. Vor allen Dingen, liebe Freunde der Grünen, ich sage immer, das ist doch die beste CO2-Minimierung. Fahrten werden eingespart. Und eine solche moderne Justiz und damit eingehende Digitalisierung, da sind wir der Auffassung, das ist eine viel nachhaltigere Säule bei der Gewinnung von Fachkräften. So gewinnen wir den Wettbewerb um die klügsten Justizköpfe in Hessen. Die kriegen Sie nicht geködert mit Laptops, die übrigens jetzt erst vor kurzem ausgeliefert wurden, wo die Landgerichte total begeistert sind, in Anführungszeichen, dass sie ihren technischen Support machen müssen. Für die ganzen Laptops, so gut sind noch nicht mal die Richter ausgestattet. Die meisten Referendare fragen sich, ich habe doch selber einen Laptop, was soll ich eigentlich damit? Ausrüstung von Richtern, Staatsanwälten. Wir werden nächstes Jahr mal nachfragen, die E-Akte, die ähnelt so eher dem Tier, so einem Tier, einer Schnecke, es bewegt sich kaum voran. Das ist ein ganz elementares Ding. Digitalisierung heißt nicht, ich habe einen Rechner. Digitalisierung heißt, ich kann von überall zugreifen auf alles. Und der Nukleus ist die E-Akte. Und da tut sich nichts bei dieser Ankündigungsministerin. Die Schnecke lahmt, ja. Weiterer Punkt, Krisenfestigkeit der Justiz. Es werden mehr Wachtmeister an den Gerichten benötigt. Vielerorts, wir haben gesehen, es wurden Zelte aufgestellt, im ganzen Land, um Prozesse, ja, auch in diesen Zeiten durchzuführen. Nur, die Prozesse müssen geschützt werden. Aber es ist ja dann bequem. Da sind wir beim anderen Thema. Vielerorts wurden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten eingesetzt, weil es nicht genug Wachtmeister gibt. Und Justiz dekliniert sich von unten nach oben, in vielen Bereichen. Ja, man kann mal aushelfen. Aber zum Dauerzustand, gerade bei großen Prozessen, kann das nicht werden. Hier ist Handeln gefordert. Für 2021 sieht Ihr Haushaltsentwurf 5 neue Stellen vor, sowie 3 Stellen aus KW-Stellen. Für 2021 stehen 8 zusätzliche Justizwachtmeisterstellen zur Verfügung. Auskömmliche Personalausstattung wieder, wir sind ja ein großes Bundesland, also ein bisschen größer wie Bremen, eine auskömmliche Personalausstattung für unsere Justizinfrastruktur sieht aus unserer Sicht anders da aus. Der Einzelplan Justiz, und damit möchte ich schließen, ist auch in einem anderen Bereich, fernab der Realität. Das ist ja so ein Markenzeichen. Ankündigen, durchpeitschen, PM. Dieses Jahr hat die Landesregierung nun einen Gesetzentwurf vorgelegt, um die Vollzugsgesetze in Hessen zu ändern. Man kann ja davon ausgehen, wenn so eine Regierung einen Gesetzentwurf einbringt, geht sie davon aus, der wird beschlossen. Der tritt ein, der wird Praxis. Die Aufgaben, der Mehraufwand, die Investitionen, die Stellen, nichts, gar nichts. Noch nicht mal, also Stellen, Kontrollen der Besucherinnen und Besucher, Mehraufwand für Dolmetscher, Aufgabenfelder wie Drohnenabwehr, Einsatz von Bodycams, weder Geld noch Personal. Da ist zwar die Rede von einem 2-jährigen Pilot, aber das kann es ja wohl nicht sein. Solide Haushaltspolitik sieht aus unserer Sicht anders da aus. Und hier zeigt sich, ja, mit viel Getöse wird da was angekündigt, aber was das für die gefühlte Arbeit, die tagtägliche Arbeit in den Justizvollzugsanstellen, für die Bediensteten, die jetzt plötzlich sich mit völlig neuen, auch technischen Mitteln auseinandersetzen sollen. Das ist sozusagen hinter dem Flug, wird der Landwirt sagen, da ist geackert, interessiert nicht mehr.
Wir würden uns mehr wie eine Ankündigungsministerin wünschen. Die Justiz hätte auch deutlich mehr verdient. Und dann würde auch vielleicht das eine oder andere in der hessischen Justiz etwas besser laufen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bevor ich nun Herrn Wilken von den Linken das Wort erteile, habe ich noch einmal die Bitte an Sie alle, dass Sie den Mund-Nasen-Schutz auch über der Nase und vor allem über der Nase bitte tragen. Vielen Dank dafür. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In einem normalen Haushaltsjahr hätte ich jetzt mit dem Satz begonnen, das Beste, was man an dem Haushaltsentwurf feststellen kann, ist, dass er die Situation in der Justiz nicht verschlechtert. Die Situation ist schwierig genug. Teile meiner Vorrednerinnen haben bereits darauf hingewiesen. Ich begnüge mich mit ein paar Schlagworten: überlange Verfahrensdauern, Personalüberlastung, Personalmangel und auch der ein oder andere Skandal ist schon erwähnt worden. Wir sind aber nicht in einem normalen Haushaltsjahr, deswegen muss ich den zweiten Satz sagen. Das, was auf die Gerichte zukommt wegen Corona, an zusätzlichen Verfahren bei Arbeitsgerichten, bei Sozialgerichten, auch bei den Verwaltungsgerichten, das ist in diesem Haushaltsentwurf nur ungenügend berücksichtigt. Auch erwähnt wurde schon, nur ungenügend ist berücksichtigt, dass wir zum Beispiel zusätzliche Wachtmeisterdienststellen brauchen, wenn wir Verfahren außerhalb der Gerichtsgebäude machen. Ich füge einen dritten Satz an, weil mir das mit der Ankündigungsministerin jetzt ebenso gut gefallen hat. In dem Zusammenhang, Frau Justizministerin, stößt es mir schon sehr unangenehm auf, wenn Sie bundesweit damit antreten, jetzt eine Gebühr für sogenannte Vielkläger einführen zu wollen, um z. B. die Sozialgerichtsbarkeit zu entlasten. Das werden wir an anderer Stelle in diesem Haus noch einmal zu diskutieren haben. Aber ich will ganz deutlich sagen, dass wir da so viele Klagen haben, liegt an den schlechten Bescheiden, die insbesondere von deutschen Behörden ausgestellt werden. Und zum Glück haben wir dann die Gerichtsbarkeit, die das korrigiert. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Für die Landesregierung erteile ich gleich nach dem Desinfizieren, vielen Dank, der Frau Justizministerin das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Justiz nimmt in der Pandemie eine herausgehobene Rolle ein. Nur eine gut aufgestellte, unabhängige dritte Gewalt, unabhängig, Herr Kummer, komme ich noch drauf, kann in dem Spannungsfeld zwischen pandemiebedingten staatlichen Maßnahmen und Grundrechtseinschränkungen bei Bürgerinnen und Bürgern ausgleichen. Dafür sind wir gut gerüstet, denn das Justizaufbauprogramm geht auch in der Krise weiter. Im vorliegenden Haushalt gibt es 50 neue Stellen für die Justiz. Keine Krise hat in den letzten Jahrzehnten zu so weitreichenden Grundrechtseinschränkungen geführt wie diese. Und das spüren auch die Bürgerinnen und Bürger. Und in diesem Kontext spielt die Justiz eine herausgehobene Rolle, denn nur eine unabhängige dritte Gewalt kann in diesem Spannungsfeld einen Ausgleich der Interessen herbeiführen. Jede Maßnahme des Staates zur Bekämpfung der Pandemie kann von den Bürgerinnen und Bürgern beklagt werden, und fast jede wird es auch. Mehr als 150 Verfahren in diesem Kontext waren bisher an den hessischen Verwaltungsgerichten und dem Verwaltungsgerichtshof anhängig und werden von den Gerichten unabhängig entschieden. Das Justizaufbauprogramm beschränkt sich nicht nur auf den Personalaufbau, sondern, ich will zum Justizvollzug sagen, 2,4 Millionen Euro zusätzliche Mittel zum Vollzug, die unter anderem in die Sicherheit der Justizvollzugsanstalten investiert werden. Und deshalb an dieser Stelle möchte ich den Bediensteten der Justizvollzugsanstalten ganz herzlich Danke sagen und allen meine Anerkennung aussprechen. Das ist eine schwere Tätigkeit.
In den Justizvollzugsanstalten wird an 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ein öffentlich kaum wahrnehmbarer, aber umso wichtigerer Dienst für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unseres Landes erbracht. Die Pandemie hat gerade im Vollzug zu erheblichen Veränderungen der Rahmenbedingungen in Haftanstalten geführt. Inhaftierte mussten in Zugangsquarantäne, Besuchszeiten und Arbeitsmöglichkeiten mussten zur Minimierung von Ansteckungsrisiken gestrichen werden und vieles mehr. Und deshalb ist es vor allem dem besonnenen und beherzten Einsatz unserer Bediensteten in den Justizvollzugsanstalten zu verdanken, dass die Maßnahmen in Hessen so geräuschlos umgesetzt werden konnten und gegriffen haben und es eben nicht zu Szenen kam, wie sie am Anfang der Pandemie in anderen europäischen Ländern, wie z.B. in Italien, zu sehen waren. Die Bediensteten haben aber nicht nur den schwierigen Rahmenbedingungen getrotzt, sondern sich für die gesamte Justiz engagiert. Und da will ich nur daran erinnern, dass die Acrylglas-Trennscheiben für alle Gerichte und auch Mund-Nasen-Schutz produziert worden ist. Ich freue mich sehr, dass durch den Haushaltsentwurf Mittel für die Durchführung von psychischen Gefährdungsbeurteilungen der Inhaftierten vorgesehen sind. Und jetzt komme ich zur Digitalisierung. Also, was hier vorgetragen worden ist von Herrn Kummer und von Frau Schardt-Sauer, hat noch nicht einmal was mit den Zahlen zu tun, die im Haushalt stehen, geschweige denn mit der Zusammenstellung. Das E-Justice-Projekt ist eines der größten Projekte. Über 22 Millionen € werden dort investiert und im Haushalt 2021 auch. Wir sind gut digital aufgestellt und noch einmal wird durch diesen Haushaltsplanentwurf die Digitalisierung in der Justiz verbessert. Das Justizaufbauprogramm mit den Herausforderungen der Pandemie haben Frau Förster-Heldmann und Herr Heinz eben schon erwähnt. Ich will aber zum Stellenprogramm, Frau Förster-Heldmann hat das auch erwähnt, noch einmal darauf hinweisen, die letzten Jahre zu betrachten. Bereits im Jahr 2020 wurde die Justiz mit 309 zusätzlichen Stellen ausgestattet. Das war der höchste Personalanstieg der vergangenen Jahre. Und mit dem Haushaltsplanentwurf der Landesregierung für das kommende Jahr verzeichnet die Justiz seit 2017, Herr Kummer, gut zuhören, einen Stellenzuwachs von 712 Stellen. Und deswegen will ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, dass in diesen Bereichen. Frau Ministerin, es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage. Nein, auch gut. Dankeschön. So, dann will ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Pandemie bei der Justiz jedenfalls dazu geführt hat, dass es keinen Lockdown gegeben hat. Der Kollege Heinz hat das eben schon gesagt. Alle wichtigen Dienstgeschäfte sind in den Justizvollzugsanstalten, den Staatsanwaltschaften und den Gerichten weiterhin erledigt worden. Und deshalb will ich mich nicht nur bei den Justizvollzugsbediensteten, sondern bei allen Bediensteten der hessischen Justiz bedanken. Und das betrifft die Richter, die Staatsanwälte, die Rechtspfleger, die Serviceeinheiten, aber natürlich auch alle Wachtmeister, die unter den Bedingungen der Pandemie den Rechtsstaat repräsentiert haben und ihn auch aufrechterhalten haben. Die Personalverstärkungen der letzten Jahre zeigen auch Wirkungen bei den Themen abseits der Pandemie, wie der Bekämpfung von Hate Speech. In diesem Jahr haben wir das weiter intensiviert und insbesondere die Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität in Frankfurt ausgebaut. Unsere Kooperation mit Akteuren der Zivilgesellschaft, Keine Macht dem Hass, hat in diesem Jahr einjähriges Jubiläum gefeiert und wurde durch neue Akteure wie Hitradio FFH, die Universität Kassel, erweitert. Über 25.000 Meldungen von Hass und Hetze im Netz wurden von sämtlichen Kooperationspartnern im ersten Jahr an die ZIT übermittelt. Und zudem werden wir noch in diesem Jahr zusätzliche digitale Wege eröffnen, auf denen Bürgerinnen und Bürger Hasspostings aus sozialen Netzwerken an die Kooperation melden können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie wichtig ein durchdachter Haushalt ist, hat sich in diesem Jahr auch an weiteren Punkten gezeigt. Mit dem Haushalt 2020 wurde der Grundstein für das Amt des hessischen Opferbeauftragten der Landesregierung gelegt. Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, wie wichtig diese Funktion in diesem Jahr werden würde.
Die schrecklichen Anschläge in Hanau und Volkmaßen haben jedoch verdeutlicht, wie wichtig es ist, den Opfern schwerer Gewalttaten mit Professor Fünfsinn einen kompetenten und feinfühligen Ansprechpartner an die Seite zu stellen. Weiterhin ist durch den pandemiebedingten Lockdown ein weiteres Problemthema zutage getreten. Es mehrten sich die Berichte über häusliche Gewalt. Die Justiz hatte schon mit dem Haushalt für 2020 und ebenfalls zu einem Zeitpunkt, als das nicht absehbar war, die Angebote für Opfer, aber auch Täter häuslicher Gewalt stark erweitert. Mit zusätzlichen Mitteln und Stellen wurde das Marburger Modell auf fast alle hessischen Landgerichtsbezirke ausgeweitet. Kern dieses Erfolgsmodells ist die Optimierung und Beschleunigung der Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten in Fällen häuslicher Gewalt. Denn nur bis kurze Zeit nach der Tat haben diese Behörden die Möglichkeit, zielgerichtet einzugreifen, Aussagen einzuholen und Beratungsgespräche einzuleiten. Schlussendlich hat der Lockdown auch gezeigt, wie wichtig es ist, den Menschen alternative Angebote zur Kommunikation mit Gerichten und Behörden zu ermöglichen. Und deshalb will ich erwähnen, dass wir mit dem digitalen Service Point in der hessischen Justiz seit 2018 eine Möglichkeit haben, zur schnellen und unkomplizierten Kontaktaufnahme per Telefon und E-Mail. So werden zum Beispiel allgemein fachliche Auskünfte zu justizspezifischen Themen wie Betreuungs-, Nachbar- und Vereinsrecht erteilt, und dies ohne Ansteckungsrisiko. So, und jetzt will ich noch erwähnen, Herr Kummer, Sie haben immer wieder davon geredet, dass ich in Verfahren eingreifen möge und die Aufklärung persönlich vorantreiben möge. Und deshalb will ich es noch einmal deutlich sagen. Wir befinden uns hier in einem Rechtsstaat und nicht in einem Staat, in dem die Ministerin persönlich in Verfahren eingreift. Und ich sage es Ihnen jetzt noch einmal zum wiederholten Male. In diesem Ausschuss können Sie alles fragen, und Sie kriegen auch zu allen Dingen eine Antwort. Aber dann von den unabhängigen und zuständigen Stellen und nicht von einer Ministerin, von der Sie verlangen, dass sie in konkreten Verfahren eingreift. Das ist in totalitären Staaten so und nicht in einem Rechtsstaat in Hessen. Und deswegen weise ich das mit aller Schärfe zurück. Den zweiten Punkt, den ich anmerken will, den hat Herr Wissenbach gesagt, es seien bei uns Prüfungen verschoben worden. Nein, mitnichten. Bei uns ist keine einzige Prüfung verschoben worden. Wir sind das einzige Bundesland gewesen, das von Beginn der Pandemie bis heute alle Prüfungen im ersten und zweiten Staatsexamen durchgeführt haben, was uns viel Lob und Anerkennung der zu Prüfenden eingebracht hat. Und ich will erwähnen, der Ausstieg war leichter für den einen oder anderen, wenn er sich nicht wohlfühlte oder nicht wusste, wie er denn in Pandemiezeiten zum Prüfungsort kommt. Verschoben haben wir keine einzige Prüfung. Und zum Dritten, Frau Schardt-Sauer, wir haben, und das steht auch in den Haushaltsberatungen, in der Fläche investiert. Jede Staatsanwaltschaft hat Stellen bekommen und viele Amtsgerichte. Aber wenn Sie nicht zuhören, brauchen wir ja den Justizhaushalt, Frau Schardt-Sauer, auch nicht zu besprechen, weil dann sind Sie ja so ignorant, dass mit Ihnen jedenfalls keine Debatte möglich ist. Und noch was, Frau Schardt-Sauer, das können Sie ja im Protokoll dann nachlesen. Die Videokonferenzanlagen betrugen beim 1.3., das war im März, 16. Wir haben in der Zeit, trotzdem es Engpässe in den Lieferschwierigkeiten gab, 35, hören Sie gut zu, 35 Videokonferenzanlagen in jedem Landgerichtsbezirk, sodass auch die Amtsgerichte damit ordentlich arbeiten können. Und dann will ich noch hinzufügen, im Bereich der Digitalisierung der Richter und Staatsanwälte, dass lobend hervorzuheben ist, dass neben den mündlichen Verhandlungen, die nicht in großem Umfang stattfinden konnten, die Erledigungsquote jedenfalls höher war als vor der Pandemie. Und das zeigt, wie gut die Digitalisierung funktioniert hat und wie fleißig alle daran mitgearbeitet haben. Ich komme zum Schluss. Mit dem Haushalt 2021 unterstreichen wir die Stärke der hessischen Justiz. Nur eine starke Justiz schafft Sicherheit. Vielen Dank. Frau Ministerin, herzlichen Dank. Das war die Beratung des Einzelplans 05 Justiz.